breite Sandstrände, ein raues Meer, wilde Dünenlandschaften und endlose Weiten. Das ist Dänemarks Nordseeküste. In dieser Folge erkunden wir den Südwesten Jütlands. Von Rømø im Süden bis zum Ringkøbing-Fjord. Hier gibt es gemütliche Ferienhäuser, Autostrände und Sand, soweit das Auge reicht. Hej, jeg hedder Laust. Jeg er glad for hunde, og jeg har meget travlt for dem. Erste Station auf unserer Dänemark-Reise ist Rømø. Die Wattenmeerinsel nördlich von Sylt ist über einen Damm mit dem Festland verbunden. Laust pendelt und hat 50 Kilometer zurückgelegt, wenn er seinen außergewöhnlichen Arbeitsplatz erreicht. Der Lakolk-Strand darf mit Autos befahren werden und zählt zu den breitesten Sandstränden Nordeuropas. Laust hat zwei Standbeine. Im Winter verkauft er hochwertige Gesundheitsmatratzen und im Sommer ist er hier auf Rømø. Und dann habe ich meinen Imbisswagen, mein Riesenhobby, das mich Geld kostet. Wenn irgendjemand denkt, dass man in Dänemark mit einem Imbisswagen Geld verdienen kann, der irrt sich. Aber es ist eben meine Passion. Ich liebe den Kundenkontakt. Ich liebe, dass der Strand jeden Tag anders aussieht. Und ich liebe es einfach, hier sein zu dürfen. Und ich freue mich jedes Jahr, wenn der April kommt und es wieder losgeht. Am Lakolk-Strand dürfen maximal 3 Imbisswagen stehen, wobei zurzeit ein Platz unbesetzt ist. In den Anfangsjahren hatte Laust hier sogar selbst mal 2 stehen, doch das hat er schnell beendet. Mittlerweile kommen viele Stammkunden zu ihm. Und das vor allen Dingen deswegen. Ja, meine lieben Freunde, also der perfekte Hotdog fängt beim perfekten Brot an. Und dazu brauchen wir auch die perfekte Wurst. Und die muss von einer Qualität sein, die man so nicht im Supermarkt kriegt. Senf in die Mitte. Eine Wurst von guter Qualität, gut durchgebraten. Ketchup. Remoulade ist ganz wichtig, denn sie gibt eine Süße. Röstzwiebeln. Nehmt ordentliche Röstzwiebeln und keine, die 2 Jahre im Kühlschrank gelegen haben. Essiggurken, gute Essiggurken und nehmt reichlich davon. In der Werbung sieht man oft einen Hotdog mit 3 Scheiben Gurken drauf. Das ist ja lächerlich. Auf einen guten Hotdog gehören viele Essiggurkenscheiben. Darf ich präsentieren? Der perfekte Hotdog. Auf den können wir stolz sein. Und sie kommen sogar aus Deutschland, um ihn zu kaufen. Dass Laust heute seine Leckereien am Lakolk-Strand anbietet, kam eher zufällig. 2006 sah er eine Annonce über eine Stellplatzversteigerung. Damals versank er in Arbeit und sehnte sich nach Veränderung. Bei Tageslicht war ich eigentlich nie zu Hause. Und irgendwann mal sagt man einfach, stopp, stopp.
Man hat ja auch ein Leben. Meine Kinder wurden größer und größer. Und ich bekam nichts davon mit. Lost macht nicht nur seine menschlichen Kunden glücklich. Was er nicht verkauft, wird aufgehoben und am nächsten Tag an seine vierbeinigen Besucher verteilt. Gratis, versteht sich. Habt ihr eine ab? Der beißt nicht. Nee, soll ich den geben? Ja. Okay. Bär. So. Okay, Süße. Und der letzte. Oh. Fit. Da kann ich doch genauso gut den Herrchen und ihren kleinen Hunden eine Freude machen. Die kriegen dann eine Wurst. Sonst müsste ich die ja wegschmeißen. Lost ist das beste Beispiel dafür, dass Arbeit glücklich machen kann. Seit er hier seine heißen Hunde verkauft, hat sich sein Leben grundlegend verändert. Für mich ist das einfach ein Geschenk, hier arbeiten zu dürfen. 3 Meter zum Wasser und eine Menge glücklicher Menschen. Mir ging es noch nie besser. Ich habe mein Leben zurück. Und uns allen geht es gut. Obwohl ich im Sommer viel von zu Hause weg bin, geht es uns allen wieder richtig gut. Weil es Papa so gut geht. Daddy hat es gut. Wenn Sie am La Kolk-Strand sind, besuchen Sie Laus doch einmal. Er spricht übrigens sehr gut Deutsch. 1,5 Autostunden nördlich von Rømø liegt Blåven, eines der größten Ferienhausgebiete in ganz Dänemark. I am Søren. I take you to the candy shop. Welcome to the candy shop. Søren arbeitet in einer Bonbonfabrik, die Süßigkeiten nach alten Rezepten und Methoden herstellt. Für die handgemachten Kreationen braucht er als erstes flüssigen Zucker. Jetzt lasse ich die ganze Masse raus. Man hört's am Lärm. Das ist eine alte Maschine. Deutsche Qualität. Die läuft einfach. Hier haben wir 40 Kilo flüssige Zuckermasse. Und die schütte ich jetzt hier rein. Noch ist die Masse, die aussieht wie Honig, durchsichtig und unscheinbar. Ab jetzt tickt die Uhr. Für Søren und seine Kollegen bleibt nur ein kleines Zeitfenster, um die Süßigkeiten herzustellen. Wird die Masse zu kalt, kann man sie nur noch schwer verarbeiten. Als erstes kümmern sich die beiden um die Geschmacksrichtung. Heute stellen sie ein Melonenbonbon her. Und dafür brauchen sie, na klar, Melonenaroma. Jetzt geht's an die Farbgestaltung. Das ist echte Handarbeit und jedes Mal anders. Wenn es draußen sehr heiß ist, dann zerfließt das alles hier sehr viel schneller. Und darauf müssen wir jedes Mal anders reagieren. Die Männer färben einzelne Bereiche der 40 Kilo Zuckermasse ein und trennen sie vom Rest. Für das Melonenmotiv brauchen sie 5 Farben. Wir haben etwas von dem Grünen genommen und hier zum Hellen gegeben. Das ergibt dann hellgrün. Während das andere ein dunkles Grün ist. Die Küche bei Blåven Bolcha ist offen und lockt vor allem in den Sommermonaten zahlreiche Schaulustige an. Derart im Fokus zu stehen, kennt Søren erst, seit er hier angeheuert hat.
Ich war 30 Jahre lang Bäcker. Da ist das hier was total anderes. Uns schauen viele glückliche Menschen zu, die hier ihre Ferien verbringen. Als Bäcker habe ich ja nur nachts gearbeitet. Und hier kann ich mit Touristen sprechen, wie es ihnen in Dänemark und Blåvand gefällt. Für das Melonenbonbon braucht Sören auch ein mattes Weiß. Durch Ziehen und Kneten arbeitet diese Maschine kleinste Luftbläschen in die Zuckermasse ein und sorgt so für die gewünschte Farbe. Füllt man das so entstandene Weiß mit einem roten Kern, zaubert die gleiche Maschine ein cremiges Rosa. Ein Fitnessstudio habe ich nicht nötig. Wir verarbeiten 40 Kilo pro Ladung. Und allein das Stück, mit dem ich hier gerade hantiere, wiegt 20 Kilo. Das Motiv für das Melonenbonbon wird in Handarbeit hergestellt. Die einzelnen Komponenten ergeben am Schluss eine Riesenmelonenrolle, die zu einer langen Schlange gezogen und hundertfach zerschnitten wird. So entstehen daumendicke Bonbons. Ich arbeite gerade am Zentrum. Also genau die Mitte des Motivs. Der Melone fehlt nur noch die Schale. Eine Schicht aus Grün und Hellgrün und die Riesenrolle darf in die Streckmaschine. One evening as the sun went down and the jungle fire was burning. Bei Blåvand Bolcher scheint die Zeit stehen geblieben zu sein, zumindest was die Maschinen und die Rezepturen angeht. Das älteste heute noch verwendete Rezept stammt aus dem Jahr 1864. Der süßen Schlange geht es jetzt an den Kragen, aber dafür gibt's Melonenbonbons satt. Die Herausforderung ist, sie so einheitlich wie möglich hinzukriegen. Das ist das Schwierigste. Ich bin richtig zufrieden. Sieht perfekt aus, genau wie es sein soll. An Sörens Arbeitsplatz gibt es nicht nur hausgemachte Schleckereien, sondern auch Eisvariationen, die man in Deutschland kaum findet. Dieses Monster für umgerechnet fast 10 Euro oder Softeis mit unzähligen Toppings lässt die Herzen von Eisliebhabern höher schlagen. Hier haben wir einen Teil unserer 60 verschiedenen Sorten. Dieses Panda-Motiv ist etwas schwieriger herzustellen, weil viele Details in ihm stecken. Als Sören hier angeheuert hat, war vor allem einer begeistert: sein Sohn. Von allen Eltern in seiner Schule bin ich der Einzige, der den ganzen Tag Süßigkeiten kocht. Klar findet er das super. Süße Versuchungen in Blåvand. Zurück in Rømø, genauer gesagt am Hafen von Rømø. Von hier legt übrigens auch die Sylt-Fähre ab. Mit Name ist Frederik und hver Sonntag bin ich auf Slæbetur zusammen mit meinem Vater. Katharine, das Schiff, mit dem Frederik in See sticht, ist ein Krabbenkutter. Der junge Mann ist Fischer in 8. Generation und schleppt heute Nordseegarnelen, zusammen mit seinem Vater Pau und einem Freund der Familie. Seit 2 Jahren ist der erst 20-jährige Frederik Besitzer dieser Schönheit.
Klar bin ich stolz. Außerdem ist er Dänemarks längster Krabbenkutter. Und länger als 24 Meter darf er gar nicht sein. Die Farbe habe ich mir auch ausgesucht. Ganz früher war er lila, danach rot. Und ich wollte wieder lila. Früher hat das Boot Frederiks Vater Paul gehört. Und der hat es damals auseinandergeschnitten und auf 24 Meter verlängert. Auf dem Weg zu den Schleppgründen macht der junge Bootsbesitzer Klarschiff. Ich bin quasi auf dem Boot geboren. Mit 9 Monaten habe ich in den Armen meiner Mutter mit dem Fischen angefangen. Seitdem habe ich eigentlich immer gefischt. Ich bin schon in die Schule gegangen, aber mein Traum war immer Fischer. Wenn Paul mit an Bord ist, übernimmt er das Steuer. Dass Frederik dieses Boot besitzt, hat er auch seinem kleineren Bruder zu verdanken. 2011 bekam ich ein richtig gutes Angebot für das Schiff. Da habe ich meine beiden Söhne an den Küchentisch geholt und gesagt, ich könnte das Boot für 13 Millionen Kronen verkaufen. Was haltet ihr davon? Wollt ihr das Schiff mal übernehmen? Die haben sich angeschaut und dann hat der Kleine gemeint, also wenn mein Bruder dazu nichts sagt, nehme ich es. Verkaufe es auf keinen Fall. Die Männer schleppen heute direkt an Rømøs Küste. Eigentlich ein aussichtsreiches Gebiet. Doch wo letztes Jahr richtig gut gefangen wurde, ist heuer kaum etwas zu finden. Im Sommer sind die Nordseekrabben meistens im flachen Wasser und im Winter eher im tiefen. Momentan finden wir sie hier in 20 Metern Tiefe. In Strandnähe bei 1 Meter. Jetzt kommen die Schleppnetze aus dem Wasser. Gleich zeigt sich, ob die Fischer einen guten Fang machen. Das Ergebnis ist ernüchternd. Die Netze gehen danach sofort wieder ins Wasser. Zeit ist Geld. Man muss schnell, aber gewissenhaft arbeiten. Die Knoten müssen ordentlich gebunden sein, damit sie nicht von selbst aufgehen. Auch die andere Seite ist schlecht gefüllt und Krabben sind kaum zu sehen. Der Beifang wird aussortiert und geht sofort zurück ins Meer. Ganz im Gegensatz zu anderen. Wir haben schon den unterschiedlichsten Schrott gefangen. Ein Lastwagenführerhaus. Steinbrocken. Ein Gartenstuhl. Fahrräder. Und auch schon eine Stoßstange. Garnelen sind empfindlich und müssen gleich an Bord verarbeitet werden. Die vollautomatische Anlage sortiert den Beifang und zu kleine Krabben aus und kocht die Delikatesse in Salzwasser ab. Frederiks kleiner Bruder Christian soll übrigens auch bald so ein Schiff besitzen. Für Rømø ist es enorm wichtig, dass dieser Generationenwechsel in der Krabbenfischerei stattfindet. Sonst würde sie einfach aussterben. Denn eine andere Fischerei gibt es hier nicht. Und wenn niemand die bestehende Flotte übernimmt, dann war es das. Dann geht der Hafen zugrunde und wird dicht gemacht. Die Männer holen die Netze ein. Weiter zu fischen ergibt heute einfach keinen Sinn. Es kommen immer wieder extrem schlechte Jahre, so wie dieses. Es gibt viele Krabben, aber wir finden sie einfach nicht. So ein Jahr hatten wir zuletzt 1992. Dazwischen gab es aber auch richtig gute Jahre, wo die Menge und die Preise gestimmt haben. Die Katharine, deren Name übrigens von Frederiks Ur-Urgroßoma stammt, steuert ihren Heimathafen an.
Ein paar Hände voll Garnelen landeten dann doch im Kocher. Zum Verkaufen zu wenig, zum Wegwerfen zu schade. Jede Nordseegarnele schmeckt ein wenig anders. Sie würzen sich sozusagen selbst. Im Gegensatz zu den Ostseegarnelen, die eigentlich nur noch nach dem Wasser schmecken, in dem sie gekocht werden. Unsere haben einen individuellen, würzigen Geschmack. Toast, Butter und frische Nordseegarnelen. Was willst du mehr? Zurück im Südwesten Dänemarks. Morgenstimmung am Strand von Vejers. Ja, Flemming, men pass på. Først tager du den, så tager den dig. Man muss schon früh aufstehen, um Flemming zu begegnen. Und Glück gehört auch dazu. Denn mit seinem Moped ist er einer der schnellsten am Strand. Und er bleibt auch nie länger als nötig an einer Stelle. Der Mann ist auf der Suche. Und dafür macht er ordentlich Strecke. Bis er etwas entdeckt. Flemming ist auf der Jagd nach Bernstein. Und der Mann weiß, was er macht. Seit Kindestagen jagt er dem goldenen Stein nach und ist in den letzten Jahrzehnten mehr als fündig geworden. Wenn man hier in Vejers oder woanders an den Strand kommt, schaut man zuerst übers Meer. Sind da Möwen? Möwen, die tauchen. Es kommt vor, dass 200 Möwen an der gleichen Stelle ins Meer stürzen. Dann gibt es da Möwenfutter wie Seesterne oder tote Fische. Das ist ein gutes Zeichen für Bernstein. Flemming kommt bei Wind und Wetter und zu jeder Jahreszeit an den Strand. Er hat einen siebten Sinn für Bernstein. Einmal hat er innerhalb von 24 Stunden 6,5 Kilo gefunden. Dänischer Rekord. Obwohl die Bedingungen heute schlecht sind, geht ihm etwas ins Netz. Die stellen wir selbst her. Die sieben die ganz kleinen Stücke aus, an denen ich zumindest nicht interessiert bin. Aber für Touristen und Kinder sind diese kleinen Bernsteine einfach fantastisch. Man hat hier schon viele Kilo gefunden, ob im Wasser oder am ganzen Strand verteilt. Über die Jahrzehnte hat Flemming gelernt, wie und wann man am besten auf die Jagd geht. Na, der raus, so schwimmen die verbunden. Du hast geworden fast der erste Flut. Wenn du skal finde raus, so skal du kommen. Efter blæsvejr på en aftagende vind. Du går aldrig ind her, hvis det lys det blinker. Men pas på, først tager manden ravet, så tager raven manden. Warmes Badewetter, wie an diesem Tag, ist für die Bernsteinjagd leider nicht ideal. Wer finden will, der muss auch mal leiden.
Ein 35 Kilometer langer Strand. Und das an einem Wintertag mit Wind, Regen und Sturmböen. Dann bist du fertig, wenn du heimkommst. Im Februar friert einem schon mal der Bart zusammen. Dann ist es richtig kalt. Wir treffen Fleming später wieder und sehen noch mehr von seinen Schätzen. Hi, ich heiße Henrik. Und manchmal so fühle ich mich als Babysitter. Das kleine Hafenstädtchen Videsande ist die einzige Verbindungsstelle des Ringkøbing-Fjord mit der Nordsee. Und heute Austragungsort für einen besonderen Wettbewerb. Heute geht es um Artenvielfalt. Wer die meisten fängt, gewinnt. Und wir haben heute Gäste, ein deutsches Fernsehteam. Was beweist, dass man von Fangstgarantie sogar schon in Deutschland gehört hat. Fangstgarantie ist eine dänische Angelsendung des Regionalsenders TV Midwest. Seit 2012 sorgt Hendrik für den richtigen Biss in der Sendung. Ich möchte die Zuschauer auf eine Tour mitnehmen und die soll gemütlich sein. Ich muss dafür sorgen, dass die Sendung nicht nur aus Jux und Tollerei besteht. Wir wollen zeigen, dass Angeln für jedermann ist und Dänemark so einiges zu bieten hat. In jeder Folge gibt es einen Wettbewerb zwischen den beiden Anglern Frank und Peter. Heute sollen möglichst viele verschiedene Arten gefangen werden. Frank legt vor. Ohne ihn gäbe es Fangsgarantie wohl nicht. Er schrieb dem TV-Sender seine Idee und so fing alles an. Als ich Peter fragte, ob er ein fester Bestandteil von Fangsgarantie werden möchte, hatte ich schon ein bisschen Schiss. Weil manchmal fängt er richtig große Fische. Glücklicherweise selten in der Sendung. Bleibt das so, kann er auch in der nächsten Staffel dabei sein. Ich halte mich immer extra zurück, weil ich so Angst habe, dass er mich nicht mehr dabei haben will. Es steht 1:1, wobei ich den etwas größeren Hering gefangen habe. Wenn es so bleibt, gewinne ich, ganz klar. Fange ich noch einen, dann geht Franks Kopf in einen Eimer. Die beiden Angler ziehen sich gegenseitig ständig auf und machen eine Menge Quatsch. Kein Wunder, dass Henrik sich manchmal wie ein Babysitter fühlt. Ich bin überrascht, dass er noch nicht angefangen hat zu trinken oder zu rauchen. Unsere Aufnahmen zu schneiden ist sicher nicht leicht. Es gibt Tage, da fangen wir nur einen einzigen Fisch. An anderen hört es gar nicht mehr auf. Und was nimmt man dann von 50 gefangenen Fischen? Keine leichte Aufgabe, aber nicht unser Problem. Wir müssen nur Fische fangen. Und das machen wir jetzt. Die Fische auf der Meeresseite sind heute nicht in Beißlaune. Ein Seitenwechsel soll für gespannte Schnüre sorgen. Kurz die Schleuse überquert, schon stehen die Angeljünger am Ringkøbing-Fjord. Im größten Küstensee Dänemarks erspäht Frank vielversprechendes. Da sind richtig große Meereschen. Sind die vorbeigezogen? Ja, da zwischen den Steinen waren 3 oder 4 Stück um die 3 oder 4 Kilo. Richtig groß. Selbst wenn du sie siehst, das ist kein Fisch, der einfach beißt. Unglaublich schwer zu fangen, aber es lohnt sich. Das Angelfieber ist ausgebrochen. Die Meereschen sind nur wenige Meter entfernt und geben sich immer wieder zu erkennen. Bloß beißen wollen sie nicht. Wenn ihr etwas fangt, ich wäre bereit. Okay, wir dachten, du bist am Quatschen. Ich habe gedacht, du machst eine Pause. Ich dachte, du stehst da, um was zu lernen. Leider sind die Fische auch auf dieser Seite nicht so richtig in Beißlaune. Heute läuft es irgendwie nicht so gut. Echt schwierig. Bisher haben sie nur sehr kleine Fische gefangen. Es wird eine Herausforderung, daraus was Gutes zu schneiden. Aber der Titel verpflichtet. Und wenn wir nichts Ordentliches fangen, gibt es eben keine Sendung. Jetzt wird die Stimmung auch angespannter, weil Frank und Peter wissen genau, sie müssen liefern. Ich will unbedingt eine Meeresche fangen. Aber das macht ja keinen Sinn, wenn er da drüben eine Art nach der anderen rauszieht. Da verliere ich.
Wir müssen was anderes probieren. Was meinst du, Frank? Eine Möglichkeit wäre die Mole. Mit Glück fangen wir einen Plattfisch, vielleicht eine Makrele. Oder wir fahren zu einem dieser Touristen-Put-and-Take-Seen. Ja, ja, ein! Så for... Ja, var det bare timing, mand. Jeg rykker efter nettet. Der er så en Meeresche. Abgefahren! Den er så vild. Gerade wollten sie gehen, und nun das. Oh Gott, du stod... Nej! Das ist nicht mal lustig. Kraft, Mann. Den går ind i stenene og går ind i tangen. Sie ist in die Steine und in die Algen geschwommen. Tja, das war's dann. Meereschen haben aber auch ein weiches Maul, ey. Der. Einfach ärgerlich. Das hätte die Entscheidung sein können. Jetzt geht's in die Verlängerung. Helt vanvittigt der. For satan. Zurück zu Flemming, unserem Bernsteinjäger. Er ist von seiner morgendlichen Strandrunde zurück und widmet sich jetzt in aller Ruhe seinen Schätzen. Das ist eine Art Goldgräberfieber. Da ist etwas, und es ist schon merkwürdig, dass man von so einem dummen Stein derartig gepackt wird. Dass man einfach raus muss, um ihn aufzusammeln. Auch um 2 Uhr nachts, Tag ein, Tag aus, an Weihnachten oder an Neujahr, einfach immer. Flemmings Bernsteine liegen normalerweise sicher verwahrt in einem Bankschließfach. An die besonderen Funde erinnert er sich genau, auch Jahrzehnte später. Das erste größere Stück, das ich gefunden habe, liegt hier. Da war ich mit meinem Opa unterwegs, in Skarlingen. Das muss 73 oder 74 gewesen sein. Ich hatte einen gebrochenen Arm und fand 1250 Gramm in 5 Wochen und bekam 400 Kronen, eine Monatsmiete. Das war was. Diese Steine sind baltischen Ursprungs und 40 bis 50 Millionen Jahre alt. Bis zu 13 Euro pro Gramm wurden für außergewöhnliche Exemplare schon bezahlt. Es gibt so viele unterschiedliche und keine zwei gleichen einander. Egal, ob du 2 oder 100 Kilo hast, es gibt keine zwei gleichen. Auch nicht farbmäßig. Den hier finde ich total verrückt. Der Bernsteinmann, der mir eine lange Nase zeigt. Naja, an dem Tag habe ich nur diesen gefunden. Flemming ist auf dem Weg ins Tirpitz-Museum. Die frühere deutsche Bunkeranlage beherbergt 3 sehenswerte Ausstellungen. Eine von ihnen heißt Gold der Meere und beherbergt eine riesige Bernsteinsammlung. Look at me. Who am I supposed to be? Who am I supposed to be? In Dänemark haben es nur wenige Leute zu Lebzeiten ins Museum geschafft. Das hier ist eine Sammlung von Bernsteinen, die ich seit den 70er Jahren zur Seite gelegt habe. Es ist eine große Freude für mich, dass sie hier sind und ich sie nicht etwa nach China verkauft habe. Die Erlebnisse eines Lebens liegen hier und ich kann sie ansehen. Die Erlebnisse mit meinem Opa und meinen Freunden, wie wir uns an der Nase herumgeführt haben, um die schönsten Stücke Bernstein für uns zu haben. In der Ausstellung finden sich Raritäten, wie ein Modell des Opernhauses von Sydney, komplett aus Bernstein gebaut. Neben seinen schönsten Bernsteinen gibt es im Museum auch einen alten Weggefährten Flemmings zu betrachten. Das ist mein Moped, auf dem bin ich viele Jahre gefahren. Die Kabel hängen so runter und da ist Gaffertape auf dem Sitz. Eine gute alte Antiquität. Wir sind uns ein bisschen ähnlich, wir zwei.
Ich kann mich an viele gemeinsame Jahre erinnern. Verlängerung bei der heutigen Aufzeichnung für die Angelsendung Fangstgarantie. Frank führt um Haaresbreite und hält den Eimer für den Verlierer bereits siegessicher in der Hand. Es steht 1:1. In Wiedesande hat sich nichts mehr getan und jetzt müssen wir eben die Put-and-Take-Karte als Notlösung ziehen. Frank konnte schon viele Put-and-Take-Wettbewerbe für sich entscheiden. Peter ist jetzt echt unter Druck. Hier muss doch was beißen. Die ersten Fische springen schon aus dem Wasser. Hoffentlich kein schlechtes Zeichen. Frank ist eine harte Nummer bei Put and Take. Was ist deine Strategie, um ihn zu schlagen? Glück? Reines Glück. Eigentlich lief es echt gut mit den Meereschen. Wären wir länger geblieben, hätte ich noch eine gefangen. Aber dann zieht er die Karte und schleppt uns zu einem Put and Take. Das ist ein Heimspiel für ihn. Die beiden Angler geben alles, um für eine klare Entscheidung zu sorgen. Henrik kriegt doch noch einen großen Fisch vor die Linse. Leider hat ihn der Falsche gefangen. Frank führt weiter. Wenn wir nichts mehr fangen, gewinne ich. Mein Hering war der Größte. Dann gibt es einen nassen Kopf für ihn. Aber fängt er noch irgendwas, gewinnt er. Ich kann es förmlich spüren, dass ich mit dem Kopf in den Eimer muss. Viel schlimmer ist es aber, Frank daneben lachen zu hören. Henrik macht das Licht aus. Kein gutes Zeichen für Peter. Na, Peter, hast du was gefangen? Nee, ich krieg die Schnur nicht richtig raus. Der Wettbewerb endet langsam. Ist das so? Soll ich deine Angel halten, während du loslegst? Jetzt wird's ernst. Peter, vielen Dank für den Wettbewerb. Prost. Ah, das Wasser ist echt eklig. Okay, I got it. Ich hab sogar was in den Ohren. Ich nehme die Strafe, wie sie kommt. Es war ein super schöner Tag. Vor allem zwischenmenschlich. Viele Fische haben wir nicht gefangen. Es wird eine kurze Sendung. Aber wir machen was Gutes daraus. Zurück in Dänemarks Südwesten. Nördlich von Rømø liegt Dänemarks einzige Gezeiteninsel Mänø. Sie gehört zu den dänischen Wattenmeerinseln und hat 33 Einwohner. Es ist schon eine sehr außergewöhnliche Insel. Man kann sie nur bei Ebbe erreichen. Die Stimmung da drüben ist sehr besonders. Ihre Tierwelt ist fantastisch. Jeg hedder Thomas, og jeg går over vandet. Thomas ist Biologe und arbeitet als Naturführer für das Wattenmeerzentrum in Ribe. Der Meeresgrund wimmelt nur so von Tieren. Obwohl es hier auf den ersten Blick aussieht wie in einer nassen Wüste, steckt der Boden voller Leben. Das Gebiet, in dem Thomas auch Besuchergruppen aufs Watt führt, ist seit 2010 einer von 5 Nationalparks in Dänemark. Ich persönlich finde es unheimlich schön, hier draußen barfuß zu laufen. Man sagt, ich hätte die saubersten Zehen. Da ist wohl was dran. Der Tidenhub beträgt auf Mänø 1,70 Meter. Nicht alle Tiere schaffen es vor der Ebbe zurück ins Meer. Das ist eine Lungenqualle.
Sie fängt ihre Beute wie Fischlarven mit diesen Nesselzellen. Man kennt sie vielleicht von Feuerquallen. Und wenn man sie zu lange berührt, verbrennt man sich. Damit lähmt sie ihre Beute. Die lammer dem simpelthen mit diesen Nesselzellen. An dieser Stelle kommt man selbst bei Niedrigwasser nicht weiter. Und das ist auch gut so. Das hier ist eine meiner Lieblingsrobbenstellen. Die Wasserrinne hier ist eine natürliche Barriere zwischen uns und den Robben. Je nach Windrichtung können sie uns zwar wahrnehmen, werden aber nicht zu stark von uns gestört. Und die Neugierigen kommen auf uns zu. Die Robben stehen hier an der Spitze der Nahrungskette. Bis zu 200 Exemplare tummeln sich auf der Sandbank. Thomas entdeckt einen weiteren Meeresbewohner, wobei Seesterne hier nur selten zu finden sind. Auf der Unterseite befinden sich ganz kleine, durchsichtige Füßchen mit Saugnäpfen am Ende. Sie essen Muscheln, wie etwa diese Herzmuschel hier. Dabei umklammern sie die Schale und saugen sich fest. Sobald sich die Muschel etwas öffnet, stülpen sie ihren Magen ins Innere, um sie dort zu verdauen. Die Gezeiteninsel Mänö ist definitiv einen Besuch wert. Doch man sollte genau wissen, wann die Flut kommt. Dänemarks Südwesten. Was willst du mehr?